Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Zuschauerfrage, wieder eine gute Frage, weil es geht um Fütterung und um die Futtermenge. Hallo Martin, in deinen Blogs berichtest du immer, dass der Lindfutterautomat bei 1 Minute ca. 80 Gramm Number One Futter ausspuckt. Beim Testen ist mir aufgefallen, dass 1 Minute beim Futterautomat ca. 65 Gramm sind. Habe ich da einen Fehler gemacht? Bitte um Abgleich mit euren Futterautomaten. Liebe Grüße, Michael. Wahrscheinlich hast du keinen Fehler gemacht. Jetzt ist aber auch die Frage, bei solchen Geschichten, also um was es ihm geht. Unsere Futterautomaten, die werden ja so eingestellt, dass wir die tägliche Fütterungszeit einstellen, sprich die Zeit, in der der Futterautomat läuft. Dann geben wir die Tageszeit ein und geben die Anzahl der Fütterungen ein. Und jetzt macht der Futterautomat Folgendes. Der sagt, wenn der Kollege Kammerer sagt, ich soll 10 Minuten laufen und ich will, und er möchte 10 Fütterungen am Tag und er möchte von 7 bis 19 Uhr füttern, dann verteilt er die 10 Fütterungen über diese 12 Stunden und füttert dann jeweils 1 Minute. Und damit ich weiß, wie viel die Futterautomaten ausspucken, muss ich ja als erstes mal einen Eimer drunter stellen und mal 1 Minute laufen lassen und in der 1 Minute schauen, wie viel fällt da raus. Also wenn ich ein Kilo am Tag füttern möchte, oder ich mache es einfacher, 800 Gramm möchte ich füttern am Tag, es kommen 80 Gramm in der Minute raus, dann muss ich folglich 10 Minuten am Futterautomat einstellen. So, und das habe ich im Blog öfters erwähnt, es sind hier 80 Gramm und Michael sagt jetzt, er hat es auch getestet, bei ihm sind es nur 65 Gramm. Und da ist natürlich schon ein Unterschied von ca. 20%, ziemlich genau sogar 20%. Und wir wissen, wie wichtig die Futtermenge, die richtige Futtermenge ist, was Wachstum, Gesundheit, Teichklarheit und so weiter, Filterbelastung angeht. Als erstes, Michael, wenn wir diese Tests machen, lassen wir nicht 1 Minute laufen, sondern wir lassen es 5 Minuten laufen. Warum 5 Minuten? Weil natürlich der Futterautomat, der zählt ja nicht die Körner und wiegt jedes Korn und spuckt es dann raus, sondern das ist im Prinzip unten so ein Kegel und in dem Kegel läuft so eine Stahlnadel im Kreis rum und die Stahlnadel schickt das Futter dann unten raus. Also da ist 1 Minute nicht gleich 1 Minute und 100% genau ist es nicht. Wir machen deshalb immer 5 Minuten und machen dann einen Querschnitt. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, unsere Futterpellets sind nicht immer, je nachdem aus welcher Produktion sie kommen, sie sind nicht immer identisch groß. Sie müssen sich vorstellen, da ist eine Matrize hinterm Extruder, wo das Futter pelletiert wird. Und je mehr Futter da schon durchgelaufen ist, desto, weil das Futter ist ja auch abrasiv, desto größer werden die Löcher in der Matrize und desto größer werden auch die Futterpellets. Und da macht es jetzt einen riesen Unterschied, ob du jetzt 4 mm Pellets oder 4,2, 4,3 mm Pellets hast, dass die kleinen schneller rausfallen als die großen, ist auch normal. Also da gibt es, ist der zweite Unterschied. Und der dritte Unterschied, muss man auch sagen, das ist, ist der Futterautomat. Und da haben wir auch schon Tests gemacht, als wir mal einen Futterversuch gemacht haben, oder das war ein Filterversuch, wo wir nicht ganz genau jeden Tag die Menge in Futterautomat haben füllen wollen, weil das ist bei unseren Futtertests ganz wichtig. Da können wir nicht mit dem Automat dahingehend arbeiten, dass wir sagen, füttere jeden Tag 3 Minuten. Das wäre zwar schön einfach und wäre super, das ist aber so nicht darstellbar, weil die Futterautomaten an sich schon anders laufen. Also wenn wir jetzt 5 Futterautomaten testen, dann wirft der eine vielleicht 65 Gramm aus, der andere 70, der andere 72, der nächste nur 59 Gramm, weil die Motoren unterschiedlich schnell laufen. Keine Ahnung, woran es noch überall liegt. Also da haben wir den dritten Unsicherheitsfaktor. Also, was ich dir empfehlen kann, oder was ich jedem empfehlen kann, der die Futterautomaten im Einsatz hat oder ähnliche Modelle, wahrscheinlich ist es bei jedem Futterautomat so, dass die in sich variieren und dass sie natürlich pro Minute unterschiedlich lang füttern. Testet es vielleicht auch mal ganz kurz mit einer neuen Charge, dass ihr da einfach richtig aufgestellt seid, weil die richtige Futtermenge entscheidet ist. Und messt nicht nur über 1 Minute, sondern messt mindestens über 5 Minuten und teilt es dann durch 5 und dann wisst ihr tatsächlich, was im Schnitt rauskommt. Aber auch das eine Frage, die mir gefällt, weil es zeigt, dass du ins Detail gehst, dass du dir viel Gedanken über das Management machst. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.